Mafia, das Ende des Schweigens. Palermo und der Andreotti-Prozess. Richter, die ihr Leben riskieren. Unternehmer, die nicht mehr zahlen. Priester, die der Mafia den Segen verweigern. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Heute aus Palermo, dem Zentrum der sizilianischen Mafia, der Cosa Nostra. Hier könnte sich die Zukunft Italiens entscheiden. Denn in der Hauptstadt Siziliens wird prozessiert gegen den langjährigen italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti, dem von der Staatsanwaltschaft enge Beziehungen zur Cosa Nostra vorgehalten werden. Während Monaten, ja vielleicht sogar während Jahren, versucht man hier zu klären, wie stark die Verflechtung der Mafia mit der italienischen Politik in den vergangenen 50 Jahren war. Dass dieser Prozess überhaupt stattfinden kann, ist nur möglich, weil immer mehr Menschen ihr Schweigen brechen und gegen die Mafia kämpfen. Palermo, eine Stadt sucht Gerechtigkeit. Palermo, 7 Uhr früh. Wie jeden Morgen ist Letizia Battaglia mit einem Putztrupp unterwegs. Letizia Battaglia ist Abgeordnete der Erneuerungsbewegung Rete im neuen Stadtparlament von Palermo. Was macht ihr hier? Wir räumen hier den ganzen Dreck weg. Seit 2 Jahren wird Palermo nun von der Rete regiert, nach 50 Jahren christdemokratischer Herrschaft. Putzen ist symbolisch, verstehen Sie? Wir stehen hier auf Trümmern. Hier standen Häuser, barocke Kirchen, hier gab es Kultur. Sie haben alles einstürzen lassen. Die Häuser können wir nicht wieder alle aufbauen, aber wenigstens wollen wir das Leben hier wieder ermöglichen. Große Teile des historischen Zentrums von Palermo gleichen heute einem Trümmerhaufen. Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt bombardiert worden. Erst die Räteregierung beginnt mit der Sanierung der Altstadt. Alle früheren Regierungen investierten die öffentlichen Gelder in einträglichere Bauprojekte. Die Bauaufträge dazu gingen seit den 60er Jahren regelmäßig an die Mafia. In den 70er Jahren stieg die Mafia zudem ins Drogengeschäft ein. Und der interne Kampf um Geld und Macht führte dazu, dass in Palermo kaum mehr ein Tag ohne Mord verging. Zu jener Zeit begann Letizia Battaglia, die selbst in der Altstadt wohnt, ihren Kampf gegen die Mafia. Ich begann als Fotografin für die Tageszeitung Lora zu arbeiten und dachte, dass ich eine ganz normale Stadt fotografieren würde. Ein bisschen Gewalt, sicher, aber vor allem gesellschaftliche und politische Ereignisse. Mit der Zeit ging mir dann aber auf, dass die Gewalt 90% unserer Arbeit ausmachte. Männer wurden umgebracht, Frauen, Kinder. Und so bekam ich immer mehr das verzweifelte Bedürfnis, zu protestieren. Es reichte nicht mehr, diese Fotos einfach in den Zeitungen zu publizieren. So fingen wir an, die Fotos in den Straßen der Stadt auszustellen. Auch in den Dörfern und in den Schulen Palermos organisierten wir Ausstellungen. Wir wollten den Leuten die Schande dieses Landes vor Augen führen. La 1979 fotografierte Letizia Battaglia den Richter Cesare Terranova, erschossen am helllichten Tag. Es war der erste Richter, den die sizilianische Mafia durch Mord zum Schweigen bringen musste. Bei Terranova hatten weder die Methode der Einschüchterung noch die der Bestechung funktioniert. Seine Frau konnten die Mafiosi nicht zum Schweigen bringen. La prima immediata reazione è quella proprio della paralisi, dell'annientamento. Zuerst war ich wie gelähmt. In einem ersten Moment hatte ich das Gefühl, es gäbe mich auch nicht mehr. Dann wurde mir bewusst, was da passiert war. Und aus dem tiefen Schmerz wurde eine große Wut und das Bedürfnis zu rebellieren.
rabbia, un senso di ribellione. Giovanna Terranova bezeichnete den Mafia-Mord an ihrem Mann als politischen Mord. Denn der Richter Cesare Terranova, dessen Arbeitszimmer die Witwe genauso gelassen hat, wie er es verließ, war einer der ersten, der vergeblich versucht hatte, die Verstrickungen der sizilianischen Mafia, Cosa Nostra, mit christdemokratischen Politikern zu beweisen. 1980 gründete Giovanna Terranova die Vereinigung der sizilianischen Frauen für den Kampf gegen die Mafia. Auf ihre Spruchbänder schrieben die Frauen das, was in Palermo alle verschweigen wollten. Die Mafia hat das Gesicht der Institutionen. Le donne sono forse perché sono delle forze più fresche. Vielleicht sind die Frauen politisch noch nicht so verbraucht und vielleicht reagieren sie einfach vehementer als Männer, wenn sie in ihren innersten Gefühlen verletzt werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die erste Vereinigung gegen die Mafia, die in Italien entstand, unsere Frauenvereinigung war. Nach Cesare Terranova riss die Kette der Untersuchungsrichter, der Staatsanwälte und Polizisten, die ihre Ermittlungen gegen die Cosa Nostra mit dem Leben bezahlten, nicht mehr ab. Der Staat, der es zuließ, dass die Cosa Nostra ungestraft blieb, errichtete ihnen 1982 ein gemeinsames Denkmal. Es machte mich krank. Ich konnte einfach nicht mehr, verstehen Sie? Ich konnte das Blut nicht mehr sehen und die weinenden Frauen, die schreienden Kinder, diese fürchterliche Szenerie nach einem Mord. Damals kam mir der Gedanke, dass ich mehr tun musste. Ich spürte, dass es nicht mehr ausreichte, mit meinen Fotos das Grauen zu dokumentieren. Es reichte nicht mehr, anhand von Fotos der Welt zuzurufen, schaut, was uns geschieht, helft uns, rettet uns, denn es kam ja niemand, um uns zu retten. Also haben ich und andere den Entschluss gefasst, dorthin zu gehen, wo alles entschieden wird, in die Politik. Wir mussten versuchen, die Stelle jener Politiker einzunehmen, die mit den Mördern kollaborierten. Ich kann diese Fotos nicht mehr sehen. Sie widern mich an. Jahrelang war es in Palermo nicht möglich, die Morde und Machenschaften der Cosa Nostra aufzuklären und vor Gericht zu beweisen. Und noch heute ist es schwierig, denn die Cosa Nostra hat in Palermo ein Klima der Angst und des Schweigens geschaffen. Kaum jemand sagt, was er gesehen oder gehört hat. Eine Frau war es, die es als erste wagte, vor Gericht gegen die Mafia auszusagen. Michela Buscemi, mit ihrem autobiografischen Buch Nonostante la paura, Trotz der Angst, will sie jungen Menschen Mut machen. In ihrem Buch beschreibt Michela Buscemi, wie sie die Chance ergriff, um die Mörder ihrer Brüder zu identifizieren, als 1986 endlich der erste große Prozess gegen die Cosa Nostra zustande kam. Buscemi Michela. Im sogenannten Maxi-Prozess wurden in Palermo 475 Mafiosi angeklagt. Lei è Buscemi Michela. È costituita parte civile, credo, Presidente. Sì. Michela Buscemi trat ihnen gegenüber und sagte aus, obwohl sich ihre Mutter aus Angst vor der Rache der Mafia öffentlich von ihr distanziert hatte. Ich entschloss mich zu diesem Schritt, weil mir die Mafia zwei Brüder umgebracht hat. Einer war 28 Jahre alt, der andere 24. Meine Schwägerin Rosetta, die damals 21 war, hungerte sich aus schlechtem Gewissen zu Tode. Sie hatte die Mörder gesehen, wagte es aber nicht, sie anzuzeigen. Sie verweigerte einfach jede Nahrung, bis sie starb. Sie hinterließ zwei kleine Kinder. Darum bin ich vor Gericht gegangen. Ich wollte Gerechtigkeit für meine Brüder.
Heute, 10 Jahre später, muss Michela Buscemi ihre Sachen packen. Nach ihren Aussagen im Maxi-Prozess sorgte die Cosa Nostra dafür, dass die kleine Bar, von der die 5-köpfige Familie gelebt hatte, nicht mehr frequentiert wurde. Sie musste schließen. Seit 5 Jahren sind sie und ihr Mann nun schon arbeitslos. Jetzt verlassen sie Palermo, versuchen auf dem Land eine neue Existenz aufzubauen. Ich glaube immer noch, dass es mehr ehrliche Menschen gibt als Mafiose. Darum werden wir es früher oder später schaffen. Ich habe Gedichte gegen die Mafia geschrieben. Und in einem dieser Gedichte sage ich, vielleicht kommt der Tag erst in 100 Jahren. Aber wir müssen die Mafia beerdigen. Ich glaube daran. Ich glaube daran. 1992 wurde die Hoffnung, dass die Justiz der Mafia früher oder später beikommt, jäh erschüttert. Am 22. Mai ermordete die Cosa Nostra den Richter Giovanni Falcone. Als er vom Flughafen in die Stadt zurückfuhr, sprengten die Mafiosi die Autobahn. Giovanni Falcone, links, hatte der Cosa Nostra mit seinem Freund, dem Richter Paolo Borsellino, rechts, im Maxi-Prozess die erste große Niederlage beschert. Paolo Borsellino wurde 2 Monate später, am 19. Juli 1992, ein Opfer der Cosa Nostra. 100.000 Menschen gingen damals in Palermo auf die Straße, um gegen die Mafia zu protestieren und gegen den Staat, der es zuließ, dass seine Vertreter ermordet wurden. Palermo wollte Gerechtigkeit. 3 Jahre sind seit der Ermordung der Richter Falcone und Borsellino vergangen. 3 Jahre, in denen die erste italienische Republik im Strudel der Schmiergeldermittlungen des Mailänder Richterpools unterging. Drei Jahre, in denen 6.000 italienische Soldaten Sizilien sozusagen besetzen. In Palermo werden die Häuser, in denen Richter wohnen, Tag und Nacht bewacht. Die Staatsanwälte nutzten diese Zeit, um endlich Klarheit über die Verflechtungen von Mafia und Politik zu erhalten. Das Resultat der fieberhaften Ermittlungen im Justizpalast. Die Protektion, die es der Cosa Nostra erlaubte, ungestraft zu morden und ein internationales Drogen- und Wirtschaftsimperium aufzubauen, reicht möglicherweise bis hinauf zum ehemaligen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti. Einer der Ankläger im Andreotti-Prozess ist der Staatsanwalt Roberto Scarpinato. Er ist 2 Attentatsversuchen entgangen und hat ein Leben in völliger Isolation in Kauf genommen, um die Verbindungen von Mafia und Politik zu untersuchen. Was motiviert ihn? Nach dem Attentat auf Giovanni Falcone, bei dem auch seine Frau und seine Leibwächter umkamen, wurden die Leichen unten im Atrium des Gerichtsgebäudes aufgebahrt. Sehr viele Leute kamen, um Falcone die letzte Ehre zu erweisen. Wir vom Anti-Mafia-Pool zogen uns mit Borsellino in eine Ecke zurück und fühlten uns vollkommen entmutigt. Wir fragten uns, ob es sich überhaupt lohnte, weiterzumachen. Borsellino ci disse. Borsellino sagte uns, diejenigen von euch, die bleiben wollen, müssen sich bewusst sein, dass das da unsere Zukunft ist. Er zeigte auf den Sarg Falcones. Wenn ich bleibe, bleibe ich ausschließlich für diese Menschen. Borsellino wusste, dass auch er zum Tode verurteilt war, dass sie ihn umbringen würden. Aber er blieb, weil er spürte, dass es in der Gesellschaft Leute gab, die ihre Hoffnungen auf uns Richter setzten und die darauf zählten, dass wir mit unseren Ermittlungen fortfahren. Wenn ich und einige andere bleiben, ist das nicht einfach wegen einer abstrakten Staatsidee, sondern deshalb, weil es in diesem Land noch immer Leute gibt, die überzeugt sind, dass die Wahrheit ans Tageslicht muss, weil es ohne Gerechtigkeit keine wirkliche Demokratie geben kann. Wer sich gegen die Mafia wehrt, lebt gefährlich.
Mutige Frauen waren die ersten, die das Schweigen gebrochen und sich gegen das Morden und die illegalen Geschäfte zur Wehr gesetzt haben. Seit Ende der 80er Jahre gibt es aber auch Unternehmer, die sich weigern, dem Diktat der Mafia zu folgen. Ausgegangen ist die Bewegung der Unternehmer gegen die Mafia von Capo d'Orlando, einer kleinen Ortschaft rund 2 Stunden von hier. Capo d'Orlando im Nordosten Siziliens. Jahrelang galt die Kleinstadt als Insel auf der Insel. Als einer der wenigen Orte, die nicht von der Mafia kontrolliert wurden. Die Generation der Großväter lebte hier noch vom Fischfang. Heute blühen in Capo d'Orlando Handel und Tourismus. Sarino Damiano und seine Familie führen am Strand von Capo d'Orlando ein Erstklasshotel mit weiterum bekannter Fischküche. Für ihn nahm die Idylle vor 5 Jahren ein abruptes Ende. Im Sommer 1990 rief ihn ein Kellner aus der Küche, weil 2 Herren dringend mit ihm sprechen wollten. Er kannte sie vom Sehen. Wir setzten uns im Restaurant an einen Tisch. Es war um 8 Uhr abends. Die beiden nahmen mich in die Mitte und der Boss, er hieß Armando Craxi, sagte zu mir, wir sind die, denen man Schutzgeld bezahlen muss. Ich sagte, was wollt ihr von mir? Er sagte, wir wissen Bescheid über dich. Für dich sind es für den Anfang 10 Millionen. Dem Autohändler Ciccio Signorini zerschossen die Mafiosi die Schaufensterscheiben, um ihren Forderungen nach Schutzgeldzahlungen Nachdruck zu verleihen. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwägerin, meine Frau, alle wollten sie, dass ich zahle. Auch mein Bruder, der mit mir zusammenarbeitet, wollte es. Aber ich realisierte, dass das nur der Anfang gewesen wäre. Später wären sie gekommen, um ein Auto für ein Mordkommando auszuleihen. Oder sie hätten ihr Drogen und Waffen versteckt. Oder sie hätten über mich Geschäfte abwickeln wollen. Es war nicht nur wegen des Geldes. Ich realisierte einfach, dass ich immer tiefer hineingerutscht wäre. Ciccio Signorini nahm mit anderen Gewerbetreibenden von Capo d'Orlando Kontakt auf. Auch mit Antonio Scafidi, der gerade seinen Laden vergrößert hatte, als die Drohungen und Erpressungen einsetzten. Als Ciccio zu mir kam, sagte ich ihm, gestern noch hatte ich wahnsinnig Angst. Jetzt habe ich nur noch Angst. Wenn man sich zusammentut, hat man einfach weniger Angst. Ich war erleichtert, nicht mehr allein dazustehen. Nun wurden alle lokalen Unternehmer mobilisiert. Auch Tano Grasso, der im Zentrum von Capo d'Orlando ein Schuhgeschäft hat. Wir trafen uns in der Kirche mit Padre Totino. Um ehrlich zu sein, waren wir zu Beginn der Diskussion selber ratlos. Aber dann wurde uns klar, dass wir nur 2 Möglichkeiten hatten, das Schutzgeld zu zahlen oder gemeinsam Anzeige zu erstatten. Zum ersten Mal in der Geschichte Siziliens wagten es Unternehmer, 1991 Mafiosi vor Gericht zu bringen. Sarino Damiano brachte mit seinen Aussagen den Boss der Mafia-Familie ins Gefängnis. Er muss seither rund um die Uhr vor Racheakten geschützt werden. Aus Tortorici, einem Dorf hoch in den Bergen hinter Capo d'Orlando, stammt die Mafia-Familie, die versucht hatte, die reiche Kleinstadt am Meer unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Mafia-Boss begann im Gefängnis mit der Justiz zusammenzuarbeiten, sodass der gesamte Clan aus Tortorici hinter Gitter kam. Der Triumph währte nur kurz. Wegen eines formaljuristischen Fehlers mussten die Männer, denen insgesamt 45 Morde vorgeworfen werden, vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Für die Unternehmer von Capo d'Orlando bedeuten diese Freilassungen akute Lebensgefahr, trotz Carabinieri und Polizisten in Zivil. Signori,
Non vendo più, ho ottenuto un prestito. Für uns beginnt jetzt wieder eine Zeit, in der wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen über uns und unsere Zukunft. Wir müssen wieder Angst haben. Mit der Ruhe, die wir 4 Jahre genossen haben, ist es jetzt vorbei. Wir müssen jetzt wieder auf alles gefasst sein. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass ich schon wieder so weit bin, dass ich jedes Mal zusammenzucke, wenn ein junger Mann mit zweifelhaftem Äußeren, den ich nicht kenne, in den Laden kommt. Ich beginne mich sofort zu fragen, wer das wohl ist, was der wohl will. Aber nein, so schnell kommen die nicht. Sie können nicht riskieren, nochmals zu verlieren, und wir werden uns nicht beugen. Das Haus, in dem der unbeugsame Schuhhändler Tano Grasso mit Frau und Kind lebt, wird rund um die Uhr von Soldaten bewacht. Für ihn und seine Familie ist die Gefahr am größten. Denn Tano Grasso, inzwischen ins italienische Parlament gewählt, ist zum Symbol des Widerstands der Unternehmer gegen die Mafia geworden. Unermüdlich versucht er, Unternehmer zu motivieren, nicht mehr zu schweigen und zu zahlen. Allerdings mit bescheidenem Erfolg. Wenn es um die Mafia geht, spielen immer verschiedenste Faktoren eine Rolle. Die Angst ist ein Faktor, die Mentalität ein anderer. Aber leider spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass es sich für viele Unternehmer letztlich auszahlt, den Bizzo, das Schutzgeld, zu zahlen. Man darf nie vergessen, dass die Mafia in Sizilien nicht nur gewaltsame Einschüchterung bedeutet, sondern auch Profit verspricht. Die Mafia produziert Reichtum, der sich auf dem Territorium verteilt und an dem viele teilhaben. Das ist das größte Problem, das wir im Moment haben. Wir müssen einen Staat schaffen, der mit der Mafia in ökonomischer Hinsicht konkurrieren kann, der mehr Reichtum produzieren kann als die Mafia. 40 lokale Unternehmergruppen haben sich in den letzten Jahren zusammengeschlossen, um dem Vorbild Capo d'Orlandos zu folgen. Eine kleine Zahl, aber immerhin. Es ist eine typisch sizilianische Geschichte, hoffnungslos und hoffnungsvoll zugleich. Zurück in Palermo, genauer in Brancaccio. In diesem typischen Außenquartier hat die Mafia noch heute den stärksten Einfluss. Der Pfarrer dieser Kirche, Padre Pino Pulisi, war einer der ersten Geistlichen, die hier schon vor Jahren den Kampf gegen die Mafia aufgenommen haben. Er bezahlte sein Engagement mit dem Leben. Nach den Morden an den Richtern Falcone und Borsellino hat auch der Papst hier in Sizilien erstmals und eindeutig dazu aufgefordert, die Mafia zu bekämpfen. Das Verhältnis der Kirche zur Mafia ist aber noch bei weitem nicht so eindeutig. Gedenkfeier für den ermordeten Priester von Brancaccio, geleitet von dessen Nachfolger. Um uns aufzuwärmen und uns dem Thema unseres Fackelzuges zuzuwenden, singen wir das Lied von San Francesco. Es erzählt, dass die Liebe die Kraft ist, die Verstand und Herzen der Menschen aufwecken kann. Es ist nicht selbstverständlich, in Brancaccio nachts auf die Straße zu gehen. Während der letzten 15 Jahre ermordete die Mafia hier 150 Menschen. Es ist auch nicht selbstverständlich, als Priester in einem solchen Mafia-Quartier zu arbeiten.
Am wichtigsten ist die Bewusstseinsbildung, denn wenn wir die Mentalität der Leute nicht ändern, werden wir immer Kirche des Schweigens bleiben. Wie ändert man die Mentalität in einem Quartier? Wie ein Missionar, indem man zu den Leuten nach Hause geht, das Evangelium verkündet, die Leute daran gewöhnt, zusammen an einen Tisch zu sitzen, zu diskutieren und nachzudenken. Bewusstseinsbildung war schon das Ziel von Padre Pino Puglisi. Und er schritt zur Tat, gründet in Brancaggio ein soziales Zentrum. Mit seiner Arbeit brachte er Hoffnung ins trostlose Außenquartier. Sein größtes Engagement galt der Zukunft der Kinder. Gerade deshalb wurde er zur Zielscheibe der Mafia, die ihn nach verschiedenen Drohungen am späten Abend des 15. September 1993 mit einem gezielten Schuss niederstreckte. Das Fanal änderte nichts an der kämpferischen Einstellung der palermitanischen Kirche. Der Kampf gegen die Mafia ist Teil des Engagements, das jeder Priester haben muss, damit Gottes Gebote befolgt werden. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis ablegen, keine Gewalt anwenden. Nun, hier nennt man das Mafia. Der engagierte Priester aber muss überzeugen, dass die Gebote Gottes befolgt werden. Dort, wo er dies tut, ist er an seinem Platz. Als Bischof von Palermo hatte Kardinal Pappalardo schon in den frühen 80er Jahren zum Kampf gegen die Mafia aufgerufen. Er unterstützte auch Puglisi in Brancaggio und setzte sich selber für das Quartier ein. Zivilfrauen im Quartierbüro von Brancaggio durch den Quartierpräsidenten Giuseppe Gilufo. Im Kürzestverfahren werden hier die meist sehr jungen Paare getraut. 140. Viele heiraten nur zivil. Es fehlt das Geld für eine kirchliche Trauung mit anschließendem Fest. Nur wenige Kilometer von der Diözese Palermo entfernt ist die Situation völlig anders. Das Bistum Monreale gehört zu den reichsten. Sein riesiger Landbesitz erstreckt sich über die halbe Insel. Monreale ist die Kirche des Schweigens. Die Mafia wird nicht erwähnt. Mafiosi werden anstandslos getraut und gesalbt. Schlimmer noch. Gegen den Bischof von Monreale, Kardinal Salvatore Cassisa, läuft ein Verfahren wegen Veruntreuung von EU-Geldern. Sogar eines wegen Begünstigung der Mafia lief gegen den persönlichen Sekretär von Cassisa. Er soll dem Nachfolger Tortorinas, Leoluca Bagarella, sein Funktelefon ausgeliehen haben. Bagarella organisierte während seiner Flucht von Brancaggio aus die Attentate gegen die Richter Falcone und Borsellino. Zurück in der armen Kirchgemeinde von Brancaggio. Der Gegensatz zur reichen Kirche von Monreale macht Don Mario Golessano zu schaffen. Das ist der Skandal der Kirche. Es macht keinen Sinn, in der christlichen Gemeinschaft eine arme Gemeinde und eine reiche Gemeinde zu haben. Das ist ein Widerspruch in sich. Wie Apostel Paulus uns lehrt, sollen die einen nach ihren Möglichkeiten den anderen geben, um Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit schaffen wollte auch Padre Pino Puglisi. Seine Ziele waren sehr konkret. Er wollte soziale Infrastrukturen für das 15.000 Einwohner zählende Quartier. Der am Fackelzug teilnehmende Bürgermeister Palermos, Leoluca Orlando, unterstützt die kämpferischen Priester. Ob zur Zeit Puglisis oder heute, die Mafia von Brancaggio sabotiert die meisten Ansätze zur Veränderung erfolgreich. Sie will nicht, dass die Kinder des Quartiers zur Solidarität erzogen werden.
Brancaccio weist die höchste Arbeitslosenrate von ganz Palermo aus. Der Spielleiter, der selber hier wohnt. Die Arbeitslosigkeit dient der Mafia, um ein Sicherheitsnetz zu schaffen. Das sind Führerscheine, die ausgeliehen werden, oder Wohnungen als Unterschlupf. Alles, was ihr dazu nützt, um sich gegenüber dem Staat abzusichern. Arbeitslose werden von der Mafia nicht als Mörder gedungen. Für dieses Geschäft hat sie Profikiller. Profikiller töteten Padre Puglisi wegen dieser Lokalitäten. Er wollte die fehlende Mittelstufenschule an der Via Asolino Ason einrichten, ausgerechnet in einem Haus, das der Mafia gehörte. Die Schule fehlt noch immer. Der Quartierrat will deshalb, dass die Stadt die Räume erwirbt. Diese Lokale gehören einer Firma, die zurzeit unter Anklage steht. Wenn die Stadtverwaltung nun diese Lokale kauft, riskiert sie, die Mafia zu finanzieren. Deshalb kaufen wir sie nicht. Wenn wir die Mafia im Namen Padre Puglisis bekämpfen, wollen wir nicht einen Mafioso finanzieren. Der Gedenkmarsch endet vor der Kirche. Es sprechen befreundete Priester anderer Quartiere. Auch sie fordern Bewusstsein. Mein Bewusstsein sagt mir, öffne diesen Kassenschrank. Schauen wir, was da drin ist. Öffnen wir ihn. Und da drin sehe ich eine Macht, die stärker ist als die Mafia, die tötet. Es ist die Macht, die der Mafia befiehlt zu töten, die so selber Mafia wird. Und das sage ich vor dieser Kirche, wo uns Padre Puglisi gelehrt hat, immer die Wahrheit zu sagen. Das sage ich euch Jungen, euch allen. Öffnen wir die Tür. Da drin sind die Logen der Wirtschaftsführer und der Politiker, die Multinationalen, die Strukturen der Sünde, all die Strukturen der Macht. In dieser Straße, auf diesem Platz ist Bewusstsein geboren. Es heißt Giuseppe, es heißt Matteo. Die sagten, nein, wir haben gesehen. Giuseppe und Matteo wurden vor einem Jahr Zeugen eines Mordes. Am helllichten Tag tötete die Mafia einen Schreiner. Unterstützt von Don Mario Golesano zeigten sie den Mörder an. Die Folge? Heute leben Giuseppe und Matteo und ihre Familien unter neuer Identität im Norden Italiens. Nach Brancaccio können sie nicht mehr zurückkehren.